Am 15. Oktober wurde in der Gertrudenkapelle in Güstrow ein Barlach-Trickfilm präsentiert. Das außerschulische Projekt fand im Rahmen des zu Kultur macht stark gehörenden Förderprogramms Total Digital – Lesen und Erzählen mit digitalen Medien statt. Diese geförderten Aktionen dienen dazu, dass sich Kinder und Jugendliche mit Geschichte befassen und sich kreativ mit digitalen Medien ausleben können. Wir hatten von dem Programm Kultur macht stark gehört. Das ist ja jetzt schon in der zweiten Förderphase. Wir wollten gern teilnehmen und natürlich war das Barlachjahr mit 150 Jahre Barlach ein schöner Anlass, um zu sagen, wir tun uns zusammen als Barlachmuseen, als Bibliothek, auch als Kinderkunsthaus und versuchen etwas zu entwickeln, mit den Kindern, mit modernen Medien zu erzählen, eine Geschichte zum Anlass. Was war, kleiner Hund? Die teilnehmenden Kinder des Projektes haben sich mit dem örtlichen Künstler Ernst Barlach und seinem Werk Wanderer im Wind beschäftigt. Sie lernten auch die Technik des 3D-Drucks kennen und wie mit Bildern eine Geschichte erzählt wird. Das Projekt war gedacht für Schüler und Schülerinnen mit Lerneinschränkungen. Der Film wurde mit Kindern der Sprachheilklasse der Grundschule an der Nebel entwickelt. Die Teilnahme war freiwillig. Ich wollte einfach mitmachen, weil ich das interessant fand. Weil ich gerne schon mal einen Film machen wollte. Der Barlach-Trickfilm ist auf der Webseite der Uwe Jonsson-Bibliothek zu finden. Außerdem soll er in die Dauerausstellungen der Ernst-Barlach-Museen eingebaut werden.